Würzburg Radio. Die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach. Herzlich willkommen bei Würzburg Radio. Wir haben heute wieder einen Studiogast, unseren Medienastrologen Timo Wagenbach. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Timo. Ja, einen schönen guten Nachmittag. Hallo. Ja, Timo, worum geht's denn heute in der Sendung? Wir haben heute das Thema Geld, Finanzen. Für was gibt man Geld aus? Für die ganzen Sternzeichen? Was gibst du gerne Geld aus? Erstmal was anderes. Zwillinge. Geld und Sternzeichen, das spielt natürlich auch eine Rolle. Und außerdem sind wir ja am Venusjahr. Irgendwie passt das nicht. Doch, Venus steht auch für das Geld. Ah, nicht nur für die Liebe? Nein, steht auch für das Geld, das stimmt, für die Liebe. Das haben wir ja gelernt. Und jedes Sternzeichen gibt Geld anders da aus, für andere Dinge oder Einnahmen der Sternzeichen. Manche können sich besser durchboxen, zum Beispiel bei den Gehaltsvorstellungen. Und jetzt bist du der Frage wunderbar ausgewichen, für was du persönlich Geld ausgibst. Für lauter schöne Sachen. Für lauter schöne Sachen? Ja, ja. Ob das stimmt, das erfahren wir jetzt. Los geht's mit dem Widder. Wie kommt der Widder an sein Geld? Oder was macht er damit, Timo? Ja, der Widder, die kämpfen ja gern und also kämpfen die auch für das Geld. Die kämpfen sich materielle Dinge, die sind großzügig aber auch, haben so einen guten Witz, also die können auch, so gute Erfinder sind es auch im Grunde, zum Geld zu verdienen. Verluste können die nur sehr schwer verarbeiten, sagen wir es mal so. Also das haut denen richtig in den Magen rein. Und sie sind immer dazu getrieben, ihnen was Neues zu machen und die wollen das Geld immer vermehren. Also die Widder finden immer den richtigen Weg, um an frisches, neues Kapital zu kommen. Kommen wir zum Stier. Wie vermehrt der Stier sein Geld? Naja, der Stier ist ja quasi das geborene Sternzeichen des Geldes. Stier ist zwar das Hausthema, da haben wir schon mal einen starken Bezug dazu, also soll doch das Liebegeld lieber dem Stier nachlaufen. Wie so die Frauen oder die Männer, wenn man in der Beziehung ist. In der Hinsicht bin ich auch Stier. Ja? Ja. Willst du auch, dass das Geld so... Ach, ich könnte es immer nehmen. Ich eigentlich auch, bin ja Stier-Aszendent. Ja, und die brauchen einen starken Bezug zum Besitz. Also die Stiere sind die typischen, die ein Haus haben müssen. Luxus, die haben auch diese Luxusbäder. Die schätzen aber auch den Wert des Geldes, ne? Und das auch. Sie haben es gerne, aber sie schätzen auch den Luxus und genießen. Sie schätzen, genießen, genau, das ist das Thema vom Stier. Und sie schenken auch gerne mal. Vielleicht mal teure Geschenke, ja, also denen ist es, sind die Freundschaften was wert oder auch für die Familie. Also die nehmen nicht nur, die geben auch. Also unser Stier ist ein Luxuskind, das gerne im Reichtum schwebt, aber auch weiß, wie man dazu kommt. Weiter geht's mit den Zwillingen. Darauf habe ich ja schon die ganze Zeit gewartet, Timo. Was macht der Zwilling mit dem Geld? Du weißt doch, wie du dein Geld ausgibst quasi. Und wo findet er es? Die Zwillinge haben einen geschickten Umgang mit den finanziellen Mitteln, wenn es nicht die eigenen sind. Also die können sehr so gut... So Fremdkapital verwalten ist auch immer leichter. Ne? Ja, es sind also auch gute, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, gute Mitarbeiter in der Buchhaltung beispielsweise. Die machen, ja komm, sie verwalten das Geld der anderen. Das ist nicht dein eigenes Geld. Sie haben viel mit Geld zu tun. Aber da musst du ja arbeiten und da hast du ja nichts davon, wenn du es nur verwalten musst. Das stimmt. Die können wunderbar arbeiten. Das ist ja dein Geld, macht ja dann nicht mehr glücklich. Na ja, komm, das hat aber ein Selbstwertgefühl, kriegen die da schon dadurch, dass also sie sagen, komm mal, bei der Bank zum Beispiel, wenn du das so... Fühlt sich mächtig. So, also ich gebe das Geld den anderen, das ist schon was Gutes. Das war nicht meins, aber ich gebe es. Ja, bist du gut in Mathe? Ich war mal gut. Du warst mal gut, so, weil die können nämlich wunderbar ausrechnen, wie viel Geld ihnen zur Verfügung steht. Also sie haben ein gutes Gedächtnis, wenn es ums Thema Geld geht. Und sie sind sehr einfallsreich, wenn es ums Thema Geld verdienen geht. Also sie haben immer gute Ideen, mit was sie noch Geld verdienen können. Also ihr habt es gehört, die Zwillinge wissen, wie es geht, wie man zum Geld kommt. Der Krebs ist dran und das im Venusjahr. Was hat die Venus vor mit dem Krebs? Ja, der Krebs, der gibt das Geld gerne aus für die Familie. Krebs ist ja das typische Familienzeichen. An erster Stelle ist immer die Familie. So, das heißt,
wenn für die gesorgt ist, ist alles ganz super schick. So. Dann ist immer beim Krebs auch noch, der seelische Zustand ist abhängig vom Bankkonto. Das heißt, wenn das Bankkonto leer ist oder Minus hat, geht es dem Krebs extrem schlecht. Andere Sternzeichen können damit wunderbar noch umgehen. Man sieht ja die ganzen Leute, die Schulden haben, die aber ein wunderbares Leben haben. Die sagen, pff, interessiert mich überhaupt nicht. Aber beim Krebs geht es wirklich an die Substanz und er ist auch gewillt, die Sachen zurückzuzahlen im Grunde, wenn es um sowas geht. Und sie gönnen sich auch gerne mal Krebse, wollen halt auch, dass die Wohnung entsprechend schön aussieht. Also es sollte sehr heimlich sein, kuschelig sein. Ne? Nicht unbedingt luxuriös wie die Stiere, die brauchen dann die tollsten Bäder, aber das hat der Krebs jetzt nicht. Es muss einfach, man muss sich wie zu Hause fühlen. Der Krebs gibt sein Geld am liebsten für die Familie aus und macht sich manchmal ein bisschen Gedanken, wenn sein Geldkonto überzogen ist. Timo, sag mir was über den Löwen, den König der Tiere. Ist er auch ein Geldausgeben, der König? Ja, Löwe, da habe ich immer so das Bild vor Augen. Das ist der große Protzer. Der kleine Angeber, ne? Der kleine Angeber, ja, nur 1,60 groß, aber hier, ne? So teures mit, Auto, genau. Rolex, ne? So. Ja. Das sind auch typisch, somit geben die Löwen auch das Geld dafür aus, für schöne Dinge, für Protzer. Sachen, ja, also um den Selbstwert quasi damit auszugleichen oder zu, damit zu erhöhen, ja. Die haben dennoch ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Allerdings ist es denen, wenn die mal in die Schulden zum Beispiel kommen würden, wie sagt man, nicht unbedingt so wichtig, die wieder abzubauen. Beim Krebs war es ja eben so, es muss alles geregelte Bahn haben. Der Löwe protzt gerne, dem ist es lieber. Interessanter als auf der Straße mit dem Auto rumzufahren, mit einem Porsche oder mit was weiß der Geier, was es da alles gibt und zu protzen, wie das Bankkonto aussieht, ist ihm eigentlich relativ wurscht. Also der Löwe, sparsam ist er nicht. Er gibt gerne an, aber er gibt auch gerne aus. Die sparsamen Jungfrauen, sind sie auch beim Geld sparsam? Ja. Sehr. Die sammeln nämlich leidenschaftlich gerne die Scheine. Die geben sie nicht aus. Die sind geizig. Das ist blöd, ne? Wenn du so eine Mann oder so eine Frau hast, ist je nachdem. Man hat ein dickes Bankkonto, aber du kannst nichts damit anfangen, ne? Ja, die geben also Sachen nur für Dinge aus, die wohl überlegt sind. Auch immer durchdacht noch. Also es ist im Grunde, du hast Geld auf dem Konto und du könntest es zur Verfügung haben. Man muss nicht reich sein, um Gottes Willen, aber man ist wirklich zu geizig. Und dann kann man sich jetzt zum Beispiel ein Eis leisten oder irgend sowas, ja. Weil so Zusatzdinger sind, die nicht zum täglichen Leben unbedingt jetzt täglich zugehören. Die halten an der Sparten auch extrem fest. Das sind noch die, die so ein Sparbücher haben. Noch die bei den brauchen Banken. Auch diese Sicherheit, ne? Im Kopf. Die brauchen die Sicherheit. Wiederum weiß man ja, dass Jungfrauen auch sehr fleißig sind, weil da sie auch sehr viel arbeiten und eben den Fleiß auch irgendwie behalten wollen. Aber die sollten mal vielleicht ein bisschen mehr leben, ein bisschen mehr, naja, sich auch belohnen für Dinge. Habt ihr es gehört, liebe Jungfrauen? Genießt auch einmal ein bisschen euer Geldvermögen. Nicht nur sparen, nicht nur sammeln, sondern sich auch mal ein Eis gönnen. Die Waage ist dran. Waage und Geld. Eigentlich sieht man ja da immer so eine Symbolik, ne? Ja. Waage, Pendel. Richtig. Auf der einen Seite viel, auf der anderen Seite wenig. Oder ausgeglichen. Oder ausgeglichen. Wie sieht es mit dem Konto aus bei der Waage? Und wie geht er mit Geld um? Oder sie? Ja, ein guter Einstieg mit diesem Waage-Sternzeichen oder mit dieser Waage allgemein. Die können sich nicht entscheiden, für was sie Geld ausgeben. Ja, es hält sich also die Waage. Sie geben es. Grundsätzlich sind ja Waage davon eingestellt, es muss ja alles mit Schmuck zum Beispiel zu tun haben, Ästhetik, Aussehen etc. pp. Waage wollen ja immer top gestylt aus dem Haus gehen, die achten immer auf Äußeres, also dafür sind sie relativ offen. Aber für so die anderen Sachen wissen sie nicht, für was das Geld ausgeben sollen. Sie schenken aber auch gerne dem Partner teure Geschenke. Also die geben für den Partner, für die Waage ist ja das Partnerzeichen schlechthin, da geben sie sehr viel Geld aus. Also da kann man sich als Partner glücklich schätzen, wenn man eine Waage oder zum Beispiel Waage Aszendenten, also oder stark Waage betont, haben wir ja schon gehabt, Menschen hat. Da wird man reich beschenkt. Ja, und ansonsten achtet die Waage sehr auf ihr Äußeres und dafür gibt sie auf jeden Fall jede Menge Geld aus. Also, liebe Sternzeichen, wer noch auf der Suche nach dem passenden Partner ist, sucht euch eine Waage. Wagen sind großzügig. Skorpion, der Mensch mit dem Stachel. Ja. Und?
Wie sieht's aus mit dem Geld? Na, die Skorpione, können sich ja gut durchsetzen, das wissen wir ja schon. Ne? Die sind ja die Geborenen, auch Spione, die wissen, wie es geht. Geld ist bei denen also Macht. Es gibt nichts Machtvolleres außer Geld. Die sind auch sehr ehrgeizig, weil die kennen das nämlich, dass sie quasi, ich sag jetzt mal, arm am Anfang sind und am Ende reich. Also, oder umgekehrt, man erlebt beides mal. Das heißt, sie wissen beides zu schätzen. Und natürlich dann, wenn man irgendwann mal gelernt hat, wie man zu Geld kommt, dann weiß man, dann bleibt man auch daran. Deswegen sind auch sehr viele Chefs zum Beispiel Skorpione. Auch die Selbstständigen sind natürlich auch gute Skorpione, weil sie sich durchboxen können. Auch beim Finanzamt, wenn es um das Thema Geld geht. Oder wenn es um Angebote geht oder um Verhandlungen etc. pp. Sind die Skorpione ganz groß dabei. Und man kann natürlich auch heiliger sein, in dem Sinne, dass man eine Firma hat. Man kann aber auch natürlich Verbrecher sein. Das kann man auch ganz gut Menschen ein bisschen manipulieren. Formulieren wir es mal so. Die Skorpione. Geld ist Macht. Das wissen die ganz genau. Sie wissen auch, wie man Geld vermehrt. Und der Schütze? Landet er auch beim Geldeintreffer, Timo? Der Schütze ist sehr großzügig. Das krasse Gegenteil vom Skorpion. Der kommt relativ leicht zu Geld. Schütze haben wir hier wieder Jupiter-Thema. Jupiter ist ja immer, steht ja fürs große Glück, also haben die Glück auch in Finanzen. Die geben sehr gerne ihr Geld aus für Reisen, für Bildung. Also auch Workshops, Seminare, die große Reise in die USA, nach Afrika oder was weiß der Geier, was halt relativ teuer ist. Die machen ehrliche Geschäfte, also auch hier wieder den Gegenzug zum Skorpion. Man ist wirklich immer on top und die haben ganz viele Bücher. Weil die lesen unglaublich viel und gerne und geben auch massenweise Kohle für Bücher aus. Ja, die Schützen. Es sind ehrliche Menschen. Die kommen ehrlich zu Geld. Also wenn ihr einen guten Geschäftspartner braucht, der Schütze ist es. Steinbock und Geld. Wie sieht's aus? Timo, du kennst einen Steinbock? Du musst es ja wissen. Ja, es ist so, Steinböcke sind so ein bisschen zwiegespalten. Die können sparsam sein, ja, die können aber auch ganz viel Geld ausgeben. Die glauben überhaupt nichts der Bank. Das heißt, die haben lieber so einen Sparstrumpf, Geld anlegen ist auch nicht, weil man kriegt ja heutzutage eh nichts mehr, wenn man ganz ehrlich ist, also total klug. Die Steinböcke glauben immer, dass das Geld nie reicht. Dass man eigentlich immer noch, man hat, ach, das ist, ich habe kein Geld mehr und dann hat man doch noch irgendwo 20 Euro, so blöd gesagt. Also man hat immer die Notgroschen noch. Steinböcke haben eine gute Möglichkeit, zu Grundbesitz zu kommen. Das ist Steinbock-Zielthema. Und sie sind gute Nachlass- und Vermögensberater und Verwalter. Also sie wollen auch mit viel Geld umgehen. Also liebe Steinböcke, das Geld reicht für dich und für deinen Partner. Es reicht immer. Es wird auch mehr. Ja. Und es kommt Grundbesitz. Weil du ja Grundbesitz kriegst und ja, es wächst, es vermehrt sich. Eigentlich schönes Sternzeichen. Ne? Ich möchte auch Steinbock werden. In der nächsten Sendung bin ich Steinbock. Ich habe Aszendent Steinbock. Ja, das ist schon mal schön. Da hast, also du, das, dann da hast du die Energie auch schon mal drin. Den Hang so zum Grundbesitz. Genau. Wir sind beim Wassermann. Wassermann und Wasser und Geld. Fließt das Geld dem Wassermann davon? Ja. Ja. Fische. Nein, es ist wirklich so. Wassermann ist wie gewonnen, so zerronnen. Ja, also die kriegen Geld und klar ist es wieder weg. Wenn man sich etwas Besonderes leisten will, muss man sehr viel dafür sparen, wobei das für Wassermänner sehr schwer ist. Die brauchen also den entsprechenden Partner, der hilft. Genau. Die brauchen eine Jungfrau. Die brauchen eine Jungfrau. Steinbock geht auch, weil die verwalten ja auch das Geld. Die sind aber auch sehr großzügig. Klar, logisch, wenn sie Geld haben, geben sie Geld aus. Bam, geben sie es wieder aus. Sie können aber auch natürlich durch Erfindungen auch zu Geld kommen. Also das sind noch mal ein bisschen mehr die Tüftler als die Widder am Anfang. Das sind noch die Wassermänner. Also das können sie auch schaffen. Nur sie bräuchten wirklich jemanden, der das Geld verwaltet. Aber da haben wir ja genug Sternzeichen heute Abend oder heute Mittag kennengelernt, die das machen. Also liebe Wassermänner, nicht verzweifeln, auch wenn euer Geld manchmal aus den Händen gleitet. Sucht euch einfach den passenden Partner und dann klappt's auch mit der Bank. Dem Wassermann fließt das Geld davon.
Und wie ist es mit den Fischen? Die sind ja auch im Wasser. Ja, das geht fließend über quasi. Bei den Fischlein ist es leider auch so, dass das Geld einfach weg ist. Die geben aber Vorsätze oder am meisten Geld dafür aus für Suchtmittel, also für Alkohol, Zigaretten. Guck mich nicht so an, das mache ich nicht. Ja. Du hast doch gar nicht, Timo. Nein, aber Suchtmittel ist auch alles. Sollst du? Nein, okay. Natürlich. Was sind das hier für Fragen? Okay. Also, so. Nein, aber es geht für alle Süchte. Und wir haben ja schon mal gelernt, Süchte sind nicht nur die typischen. Schokolade, ne? So bei mir brauchst mir keine mitbringen. So. Die spenden aber auch gerne für soziale Einrichtungen. Also Fische sind sehr hilfebedürftig, deswegen werden Fische extrem gut ausgenutzt. Aber sie können auch Geld durch Spiel und Spekulationen haben. Und durch andere Sachen, die so einfach mal passieren. Weil bei Fische passieren einfach Dinge, die man gar nicht merkt, weiß, die man nicht erklären kann. Also liebe Fische, ihr seid raffiniert. Und so ein bisschen Raffinesse sorgt auch für die nötige Knete. Venus ja, Sternzeichen, Finanzen, wir haben über alles gesprochen, Timo. Ja, weil Venus ja ist das Thema Finanzen und wir haben es geschafft, wir haben alles durch, alle 12 Sternzeichen. Für den einen läuft es besser, für den anderen schlechter, der eine muss mehr aufpassen, der andere weniger, der andere kann verschenken, der andere soll es ausgeben. Das hast du gut zusammengefasst. Warum reden wir überhaupt eine halbe Stunde, wenn wir es in einem Satz können? Natürlich ist es auch so, im persönlichen Horoskop ist es alles natürlich individuell. Also das ist natürlich für die Sternzeichen jetzt gesagt, okay, wie sind denn die Wassermänner wie die Fische? So ein bisschen allgemeiner, aber... Wir sind allgemeiner. Man kann natürlich im persönlichen Horoskop auch sehen, wo man das Geld vielleicht noch mehr raushauen könnte oder ob man vielleicht doch noch ein Erfinder ist, obwohl man kein Löwe ist, etc. Das kann man natürlich mit einer persönlichen Beratung immer gerne auf die Homepage gehen, auf würzburgradio.de oder auf meine Homepage, auf astrologie-wagenbach.de. Da kann man auch drauf gehen und dann sehen wir uns wieder. Wieder im Monat. Ja, wir freuen uns drauf. Bis dahin. Würzburg Radio, die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach.